Moin Leute, schon mal was von Schichtvulkan gehört? Das sind derbe Dinger. Also sperrt die Lausche auf, heute geht's um... Was ist ein Schichtvulkan, Alter? Okay, Vulkane können ganz schön unterschiedlich aussehen. So wie diese beiden Feuerspucker hier. Der verbreitetste Typ ist der hier, der Schichtvulkan. Manchmal auch Stratovulkan genannt. Schauen wir uns den mal genauer an. Das Ding ist ganz schön spitz, findet ihr nicht auch? Sieht ein bisschen aus wie eine Pylone. Ihr wisst schon, die Dinger von der Baustelle. Außerdem ist der Vulkan aus verschiedenen Schichten aufgebaut. Heißt ja nicht umsonst Schichtvulkan. In diesem Video wollen wir klären, wie die spitze Form zustande kommt und warum die Schichtvulkane Schichtvulkane heißen. Okay, ab geht's. Schauen wir uns nochmal kurz an, wie ein Vulkanausbruch funktioniert. Alles beginnt mit dem sogenannten Magma im Boden. Und damit meine ich nicht das Pokémon. Magma bezeichnet nämlich geschmolzene Gesteinsmasse. Es sammelt sich im Boden in großen Hohlräumen, den Magmakammern. In diesen Kammern entweichen dem Magma Gase. Freigesetzte Gase brauchen mehr Platz als Feststoffe oder Flüssigkeiten wie das Magma. Das ist wie bei einer Sprudelflasche, die geschüttelt wird. Dort entweicht aus der im Wasser gelösten Kohlensäure langsam das Kohlenstoffdioxidgas. Das freigesetzte Gas braucht aber dann mehr Platz in der Flasche. Mit anderen Worten, es entsteht ein Überdruck. Das Magma will diesem Überdruck ausweichen. Irgendwann ist der Druck so hoch, dass das Gestein über dem Magma es an einer Stelle nicht mehr aushält. Das Gestein gibt an der dünnsten Stelle nach und... Okay, das geht auch besser. Der Vulkanausbruch war jetzt nicht so Mods. Aber was ich damit sagen wollte, der Vulkan bricht aus. Wenn ihr die Ursachen für einen Vulkanausbruch nochmal genauer anschauen wollt, schaut euch das Video Vulkane und Vulkanausbruch Grundlagen an. Einfach in die Suchzeile eingeben und zack, fertig, ihr wisst schon. Okay, weiter. Okay, so bricht ein Vulkan aus. Aber was muss passieren, damit ein Schichtvulkan entsteht? Dazu schauen wir uns die Magmakammer von einem Schichtvulkan an. Denn die Ursache für die Entstehung von Schichtvulkanen ist, tamtadam, die Zusammensetzung des Magmas. Das Magma von Schichtvulkanen enthält nämlich sehr viel Gas. Außerdem ist das Magma sehr dickflüssig. Das liegt an einem hohen Anteil an Kieselsäure im Magma. Stellt euch vor, das Magma ist zäh wie ein Kuchenteig. Also merkt euch für den Schichtvulkan, das Magma enthält sehr viel Gas und ist dickflüssig. Okay, aber warum ist das so wichtig? Ihr erinnert euch, das aus der Magma entweichende Gas erhöht den Druck und löst den Vulkanausbruch aus. Viel Gas in dem Magma heißt also, dass sich viel Druck aufbauen kann. Mit anderen Worten, das Magma hat eine Menge Wumms. Aber das Magma ist auch dickflüssig. Weil das Magma so dickflüssig ist, kann das Gas die Magmapampe nur schwer durchdringen. Die kleinen Gasblasen können nicht aufsteigen und verbleiben unter dem Magma. Sie bleiben stecken wie ein Gummistiefel im Matsch. Deshalb erhöht sich der Druck in der Kammer erstmal nicht. Erst wenn sich aus vielen kleinen Blasen immer größere bilden, können sie aufsteigen. Das tun sie, weil sie ja eine geringere Dichte als die Lava haben. Wenn es schließlich schon eine sehr große Blase gibt, die damit auch schon ziemlich weit oben ist, dann ist es bald soweit. Immer mehr Gasblasen platzen in den nun schon sehr großen gasgefüllten Raum hinein. Gase können zwar ziemlich stark komprimiert werden, aber irgendwann geht da halt nichts mehr. Der Druck ist zu hoch. Die Riesenblase sprengt die restliche Erdkruste an der dünnsten Stelle über sich weg. Und bäm, es kommt zu einer fetten Explosion und der Vulkan bricht aus. Das Ganze heißt dann explosive Eruption. Eruption heißt nichts anderes als Ausbruch. Es ist also ein explosiver Vulkanausbruch. Alles klar, aber wenn wir uns einen Schichtvulkan anschauen, dann sieht der doch aus wie so ein spitzer Berg. Da fragt ihr euch sicher, wo kommt der Berg jetzt denn her? Also, durch die fette Explosion werden neben dem Magma Gesteinsbruchstücke und Asche aus dem Boden in die Luft geschleudert. Asche und Gesteinsbruchstücke werden auch Tephra genannt. Wenn sie wieder runterfallen, landen sie kreisförmig auf dem Boden rund um die Ausbruchstelle. Dann fließt das Magma aus der Magmakammer in die Höhe und landet auf der Tephra-Schicht. Magma an der Oberfläche heißt dann Lava. Also im Boden Magma wie das Pokémon, an der Oberfläche Lava. Wenn die Lava trocknet, wird sie steinhart. Auf die Lavaschicht folgt dann bei der nächsten Explosion wieder eine Schicht Tephra. Dann wieder Lava, dann wieder Tephra, dann wieder Lava, dann wieder... Okay, ihr habt's begriffen, denke ich. Jedenfalls bildet sich aus den verschiedenen Schichten dann der Berg. Das Ganze sieht dann so aus, wenn's fertig ist. Schön immer eine Lavaschicht auf einer Tephra-Schicht. Ah, deshalb heißt der Schichtvulkan auch Schichtvulkan. Gut, jetzt haben wir abgehakt, woher der Schichtvulkan seinen Namen hat.
Was wir noch entpacken müssen, ist, warum der Schichtvulkan so geformt ist wie eine Pylone. Alles klar, gehen wir es an. Die Pylonenform entsteht auch durch die explosive Eruption des Schichtvulkans. Dabei werden Gestein und Lava ja aus dem Schlot nach oben geschleudert. Die meisten Lavaschwalle und Gesteinsbrocken fallen dann in der Nähe vom Krater wieder runter und kullern dann, soweit sie kommen. Das liegt an der Schwerkraft. Das ist wie wenn man Konfetti gerade nach oben schmeißt, das meiste landet dann ja in den eigenen Haaren. Deshalb sind Schichtvulkane in der Mitte viel höher als an den Seiten und sehen aus wie Pylonen. Einer der bekanntesten Schichtvulkane ist der Ätna. Der Ätna befindet sich auf Sizilien, also der Insel vor der Stiefelspitze von Italien. Der Ätna ist etwa 3300 Meter hoch und damit der höchste Vulkan Europas. Er ist bekannt für seine Aktivität und seine spektakulären Ausbrüche. Der letzte fand im Dezember 2015 statt und gilt als einer der heftigsten Ausbrüche in den letzten Jahrzehnten. Also wenn ihr dieses Jahr noch nicht wisst, wohin ihr in Urlaub fahren wollt, warum nicht zum Ätna? Okay, wiederholen wir nochmal, was man sich zum Schichtvulkan merken sollte. Und los! Hauptursache für die Entstehung von Schichtvulkanen ist das dickflüssige und gasreiche Magma. Weil das Magma so dickflüssig ist, entweicht das Gas nur in dicken Blasen. Durch die Bildung von großen Gasblasen kommt es zu einem heftigen und plötzlichen Ausbruch der explosiven Eruption. Dabei werden immer im Wechsel Lava und Tephra in die Luft geschleudert. So entstehen die typischen Schichten und die Pylonenform. Und et voilà, wir haben einen Schichtvulkan. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann geht auf unsere Lernplattform www.simpleclub.de und gebt in die Suchzeile das Thema ein, das euch interessiert. Dann kommen ganz viele Videos und alles, was ihr zum Lernen braucht. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute, und bis gleich. Ciao.